Yo Leute, Dero ist hier wieder am Start mit einer neuen Folge Dirt Showdown. Es ist wieder soweit. Wir drehen eine Runde hier in Dirt Showdown beim Race Off in Colorado mit einer Phase nur drei Runden. Ein stinknormales Rennen, wobei ich würde nicht sagen, dass hier irgendwas stinknormal ist. So, wir können hier im Grunde entweder ohne Ende upgraden oder uns sogar jetzt mal ein neues Auto gönnen. Weil ich glaube, der ist noch nicht lohnenswert hier. Interessant. Ja, interessant wäre es, glaube ich, oder am besten wäre es, wenn wir hier nur in Upgraden, in die Upgrades investieren. Aber der muss ich mal gerade vergleichen. Nee, der würde besser sein. So, dann upgraden wir hier mal unseren Adventurer komplett auf. Der hat alles komplett bis auf die Leiste, bis auf das Handling. Das ist nicht so gut. So, jetzt haben wir's. So, auf geht's. Welche nehmen wir denn heute mal hier? Welche Lackierung? Wir nehmen heute mal... Ach komm, wir nehmen heute mal Falik Fodder. Oder Dalik Fodder? Ich habe Falik Fodder. Ja, klar, der Name, der sagt schon alles. Ja, das Race Off in Colorado. Bin gespannt. Der Chowder macht schon richtig Laune. Ist natürlich kein richtiges Dirt, aber es macht richtig... Es macht Fun. Es ist so für zwischendurch mal eine richtig geile Sache. Eine richtig geile Sache. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues, außer dass mein Rendern jetzt schneller geht. Darum jetzt auch die MotoGP-Folgen immer an einem Stück, die NASCAR-Folgen an einem Stück. Das Einzige, was ich nicht an einem Stück zeigen werde, ist MXGP, weil das bietet sich da einfach an, das in zwei Folgen aufzuteilen, weil es gibt ja auch zwei verschiedene Rennen. Ich denke, da werde ich alles beibehalten. Ansonsten wird es wahrscheinlich viel, viel mehr Need for Speed-Folgen in der Woche geben. Boah, komm. Junge, der zieht mich... Alter, ich muss da lang, nicht in die Wand. Ja, ansonsten wird es in der Woche viel mehr Need for Speed-Folgen geben als sonst. Moment mal, die Strecke kenne ich doch. Ja klar, die Strecke kenne ich doch. Die ist doch fast genauso, oder die ist sogar genauso. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. In Dirt 3 auch. Außer das hier, das ist neu. Okay. Ich glaube, ich komme gerade nicht so wirklich hinterher, habe ich das Gefühl. Ich komme gerade noch nicht so hinterher. Ja gut, ich wurde aber auch gerade unnötigerweise abgeschossen. Wir zerlegen unser Auto hier noch ein bisschen. Macht ja nichts. Ist ja auch egal, macht nichts. Darauf kommt ja hier auch in dem Spiel so ein bisschen an. So, wir haben den Anschluss wieder gefunden. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt euch darauf einstellen, dass es mehr Need for Speed Folgen gibt. Die, wow, 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 da schmeißen sie sich vor meiner Nase genau weg. Dass es mehr Need for Speed Folgen gibt. Was habe ich jetzt noch gesagt? Ach ja, MotoGP und NASCAR folgen höchstwahrscheinlich, also NASCAR bin ich mir noch nicht sicher, MotoGP auf jeden Fall, an einem Stück gibt, das wird nicht mehr aufgeteilt in Parts. Boah, Alter, die sind ja richtig frech. So, jetzt bin ich auf der 2. Ja, und das ist halt das, was sich hier halt so ein bisschen jetzt geändert hat. Da dachte ich mir, weil der ein oder andere oder ja einer in die Kommentare geschrieben hat, im Grunde wäre das eigentlich cooler, das in einem Part zu machen. Ja, und mit dem vorherigen Render-Programm Sony Vegas habe ich benutzt. Oh, und der Führende dreht sich gerade weg und ich kann vorbeigehen. Sony Vegas habe ich benutzt. Da hat eine Folge MotoGP, sagen wir jetzt, die geht ja ungefähr immer 15 Minuten in etwa. Oh, wir nehmen nochmal die Wand mit. Die geht ungefähr 15 Minuten, ja, das kommt hin. Und das hat gedauert locker halbe Stunde, könnte hinkommen, halbe Stunde könnte hinkommen. Und so eine ganze Folge... Also sprich, nicht aufgeteilt, 30 Minuten hat dann dementsprechend eine Stunde oder sogar mehr gekostet von der Zeit. Und jetzt rendere ich mit Premiere Pro und da dauert, ich habe MotoGP gestern gerendert, also sprich am Montag, wir haben ja jetzt Dienstag, habe ich MotoGP gerendert, das hat nur 28 Minuten gedauert. Also eine Folge 30 Minuten hat im Render nur 28 Minuten oder ein bisschen mehr oder auch ungefähr 30 Minuten gebraucht. Und das ist annehmbar, das ist wirklich okay in der Qualität, die sich auch wieder dadurch ein bisschen natürlich verbessert hat, durch den etwas besseren Encoder und so weiter und so fort. Das wird euch jetzt vielleicht nicht viel sagen, aber so ist das. Ja, so und jetzt kann ich natürlich dann dafür umso mehr bieten, weil das Ganze auch schneller geht. So, jetzt habe ich natürlich hier schlauerweise die Führung abgegeben, macht nichts, die hole ich mir noch. Oh, die Kurve habe ich jetzt schon dreimal verkackt, alle drei Runden. Gleich müsste aber, glaube ich, hier schon das Ziel kommen irgendwo. Komm schon, jetzt muss ich noch vorbeigehen, da ist das Ziel. Nein, das ist doch nicht das Ziel. Das war doch gar nicht das Ziel. So, jetzt bin ich erstmal wieder vorbei. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Irgendwo kommt jetzt gleich das Ziel. Irgendwie die nächste oder übernächste Kurve ist schon das Ziel. Da müsste das jetzt kommen. Kommt das jetzt hier? Ist das? Da ist es.
Da ist es. Ich sehe es. Oh mein Gott, ich werde stark verfolgt, aber ich glaube, es reicht für mich. Ich habe es geschafft. Jawohl. Ja, ansonsten nehme ich, wie gesagt, jede Kritik von euch und Tipps und Tricks gerne auf. Ich möchte, da bin ich auch wirklich echt dankbar für so konstruktive Kritiken. Deswegen bitte ich auch immer darum, es kann ruhig ein bisschen mehr passieren. Aber naja, gut, ich kann euch ja auch nicht dazu zwingen. Ist ja schon schön, dass hier überhaupt was los ist auf dem Kanal. Das freut mich. So, jetzt gehen wir nochmal in das nächste Rennen, mal sehen, was da auf uns wartet. Ich weiß es gar nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Oder? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich meine, auch wieder ein Derby oder so könnte das sein. Ich habe es jetzt gerade nicht in Erinnerung. So, wir bekommen jetzt pro Rennen $10.000. Und deswegen ist es jetzt auch einfacher, wenn wir uns mal ein Auto kaufen wollen. Denn wir bekommen mehr Kohle. Wow, Jupiter San Marino, neues Auto. Der sieht ja nicht schlecht aus. Den möchte ich jetzt am liebsten direkt mal im Destruction Derby zerlegen. Da habe ich gerade das Bedürfnis dazu. So, Rampage, genau, ich sag's ja. Es kommt ein Derby hier in Rampage in Yokohama. Wir haben ein Race-Off in Michigan freigespielt. Das heißt freigespielt. Wir sind dazu eingeladen, vorbeizukommen. So, wir gehen zum Dockside Demolition in Yokohama. Das ist ein ganz normaler Rampage. So, da ist jetzt, glaube ich, nee. Der neue, ganz neue Wagen. Ich glaube, der gehört gar nicht hier in diese Kategorie. Kann das sein? Nein, gehört er nicht. Macht nichts. So, vielleicht. Na, hier müssen wir zu viel. Wir upgraden nochmal die Leistung hier von unserem Jupiter Del Rio. Und den nehmen wir jetzt. Den haben wir vollkommen aufgewertet. Der hält ordentlich was aus. Kann auch ordentlich austeilen und hat noch dafür ein relativ gutes Handling. So, wir nehmen heute mal No 4, die 206 hier im Rampage bei Yokohama. Und das ist das, was ich am liebsten mache. Ja, halt Destruction Derbys und so weiter. Deswegen finde ich auch Next Car Game interessant. Aber momentan mache ich da noch kein Video zu, weil man könnte ja nur einen kurzen Update-Check machen, so gesehen. Aber das lohnt sich noch nicht so wirklich. Erst wenn da mehr Content ist und man mehr machen kann, dann wird Next Car Game wahrscheinlich auch hier zu uns stoßen. Und dann wird das auch regelmäßig hier zu sehen sein. So, jetzt aber hier erstmal der Rampage. Eine richtig schöne Arena haben wir hier in Yokohama. Richtig fette Angelegenheit. So, los geht's. Keine Rücksicht auf Verluste. Wir schießen sofort in die Mitte. Und jawohl, im Sprung schon hier ein Seitenaufprall gefeiert. Eine Breitseite. Wir stecken hier gerade so ein bisschen fest. Da muss man natürlich aufpassen, das hier ist eine extrem winzige Arena. Also hier trifft man eigentlich immer jemanden. Genau, ich habe es gerade gesagt. Und dann fahre ich an einem hier vorbei. Da hat einer einen Überschlag schon. Also hier ist nicht viel mit Schwung holen. Oh, ich muss hier weg. Jetzt muss ich hier... Komm schon! So, wo haben wir denn hier noch? Wo sind die denn? Ach, die sind alle hinter mir. Oh, jawohl! Einen heftigen Frontalen, der geht auch auf mein Konto. Ja, nochmal einen leichten Frontalen. Und jetzt lass mich hier von der Wand weg. Hier musst du tierisch aufpassen. So, jetzt kommen wir mit Schwung. Jawohl! Einen wahnsinnigen Einschlag gebracht und den terminalen Treffer in einen. Plus noch das erste Opfer. Oben drauf 500 Punkte und ich glaube, wir sind gleich das nächste. Oh, wahnsinniger Seitenaufprall, auch wenn ich irgendwie gar nichts dafür konnte. Jawohl, und wir sind schon das erste Mal mit einem Totalschaden. Macht nichts, wir kriegen ja sofort ein neues Auto. Wir werden ja resettet. Momentan führen wir sogar. Jawohl, heftig frontal. Das haut natürlich rein, jetzt schnell hier weg. Oh, da kriege ich einen Schlag in die Seite. Oh nein, ich wollte den terminalen Treffer. Eine leichte Breitseite, der terminale Treffer geht hier leider nicht an mich. Scheiße, und eigentlich wollte ich das ja. Oh, ich muss Schwung holen. Jetzt haut doch mal ab, ey. Da, den kriege ich. Jawohl! Eine leicht, ist klar. Ich habe so hart da reingehauen, da sagt er mir nur einen leichten Seitenaufprall. So, hier bei dem fetten Bulli muss ich aufpassen. Der haut nämlich ordentlich rein. So, jetzt. Jawohl, leichter Volltreffer. Wir sind gerade nur auf der zweiten Position. Ich klemme wieder ein bisschen fest. Das ist immer das Schlimmste, was passieren kann. So, jetzt einfach reinhalten. Heftiger Treffer. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Da ist doch mein nächstes Opfer. Jawohl, einen leichten frontalen Treffer verpasst. Immer noch die zweite Position. Es ist ganz knapp hier. Oh, heftigen frontalen Treffer, ohne dass ich das irgendwie sogar wollte. Oh mein Gott, und ich bin schon wieder mit einem Totalschaden. Ich habe einen terminalen Treffer schon wieder kassiert. Das zweite Mal jetzt schon. 5.800 Punkte habe ich. Der Führende hat 6.705. So, jetzt heftig aufgefahren. Den terminalen Treffer, der geht natürlich wieder nicht an mich. Alter, was soll denn der Scheiß? Ich möchte den terminalen Treffer.
Nein, schon wieder nichts. Oh, oh, ich rutsche gerade in der Position arg ab. Die letzten 30 Sekunden fangen jetzt gleich an. Das heißt, es gibt mehr Punkte. Jetzt die letzten 30 Sekunden laufen. Doppelte Punkte. Voll reinhalten. Ja, 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 ja. Jawohl, jawohl, der terminale Treffer, der bringt jetzt schön 2000 Punkte. Jetzt muss ich aber auch vorwärts kommen. Jetzt muss ich vorwärts. Nein. Ja, 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 ja. Jawohl. Wieder eine wahnsinnige Breitseite. Oh, eine brutale Breitseite kriege ich noch. 9.910 Punkte. Der Führende hat 10.200. Das wird richtig knapp. Oh, schon wieder 200. Nochmal 280. Das reicht aber noch nicht. Ich muss jetzt irgendeinen noch treffen. Ich habe die Führung wieder verloren. 310 Punkte für eine heftige Breitseite. Ich glaube, das reicht aber nicht ganz. Nee, die zweite Position mit 10.700 Punkten. Ach du Scheiße, der Führende 12.500. Also das konnte ich wirklich, glaube ich, nicht schaffen. So, jetzt erstmal wieder runterkommen. Ein bisschen runterfahren. Wunderbar. Die zweite Position geht auch vollkommen in Ordnung hier. Da nehmen wir noch genug Kohle mit. Man kann ja nicht immer gewinnen, das ist nun mal so. Legend. Ja, Legendary wäre natürlich besser. Ich bin Legendary. Die 206, no fear. Jawohl. So, $5.500 haben wir. Wir kriegen $8.000 dazu anstatt 10.500. Ich glaube, 10.500 kriegt man immer. Ist ja auch hier kein Wunschkonzert, ne? Man kann ja nicht immer gewinnen. So, sollte aber trotzdem reichen zum Hard Target. Oh, das hatten wir schon mal, wo wir da Ziel sind und alle sich auf uns stürzen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge, das spare ich mir noch auf. Und der Race-Off wartet noch auf uns in der nächsten Folge. Und dann mal sehen, was da noch Schönes kommt. Wir können hier noch nicht viel raus erkennen. Hier kommt nochmal ein Destruction-Rennen oder wie sich das nennt. Und das könnte nochmal so eine Art Gymkhana sein, gegen Ken Block oder so. Ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wann die neue Folge kommt, checkt Facebook aus, das wisst ihr ja. Oder ihr guckt einfach sowieso jeden Tag hier vorbei. Irgendwann kommt die Folge schon. Wir haben jetzt Dienstag, 16 Uhr, so Uhr, es muss auch gelernt sein. Ich weiß gerade selber noch, ich glaube, die Folge kommt am Donnerstag. Also Donnerstag, also heute Donnerstag, jetzt für euch heute Donnerstag. Alles ein bisschen verwirrend, aber macht nichts. So, dann würde ich sagen, ich bin raus. Euer Dero, schreibt mir was in die Kommentare. Ich habe es ja gesagt, konstruktive Kritik und so weiter gehört alles nach unten. Macht's gut, ihr Jockel. Bis dann. Ciao.